Ja, ich freue mich, meine Damen und Herren, Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben zu können. Ich freue mich auch, dass es zum Motto der Veranstaltung Smart Data, Smart Decisions passt. In meiner Erinnerung war es so, als wir über den etwas kompliziert vielleicht Vortragstitel gesprochen haben, da war mir zumindest noch gar nicht klar, wie das Motto der Veranstaltung heute genau sein wird. Ich habe jetzt eben mit Freude festgestellt, es passt zum Motto, auf jeden Fall zum Smart Data Teil kann ich Ihnen versprechen, kann ich Ihnen einen Einblick eben in unsere Praxis geben, auch zum Thema Smart Decisions. Ob das Ganze dann auch ein Smart Business ist, dann müssen Sie Empolis nachher fragen. Mein Eindruck ist, dass das auch ein ganz gutes Business ist. Für uns in der Verwaltung ist die Frage Business natürlich nicht so ausschlaggebend. Trotzdem ein kleiner Werbeblock, nicht weil wir eben etwas zu verkaufen hätten, sondern um Ihnen das leichter zu machen, das spätere nachzuvollziehen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Das Bundesverwaltungsamt ist sicher nicht so bekannt wie die Vorredner und die Organisation der Vorredner. Das Bundesverwaltungsamt ist aber auch schon eine relativ alte Organisation. Seit den 1950ern gibt es das Bundesverwaltungsamt. Wir haben aktuell 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wird in diesem Sommer ansteigen auf 4000. weil wir noch eine Aufgabe übernehmen aus dem Bereich des Verteidigungsministeriums. Aber das ist noch keine offizielle Zahl, habe ich gelernt. Deshalb dauert das noch ein paar Wochen, bis die auf dieser Folie dann auftauchen wird. Das Bundesverwaltungsamt hat eine ganze Reihe von Aufgaben. Und ich möchte nur mal so ein paar ansprechen, um Ihnen vielleicht da eine Verbindung aufzuzeigen. Wer von Ihnen während des Studiums mal BAföG erhalten hat, der ist Kunde des Bundesverwaltungsamtes. Wir sind für die Rückabwicklung, Rückzahlung und eben Verwaltung des BAföGs zuständig. Dann steht hier als nächstes Zuwendungsmanagement. Das bedeutet alles dort im Bereich des Innenministeriums, zu dem wir gehören, wo Zuwendungen aus Steuergeldern an Organisationen fließen, verwalten wir das. Nicht nur fürs Innenministerium, sondern auch für andere Ministerien. Das sind ungefähr 7 Milliarden Euro im Jahr, die da von uns verwaltet werden und eben entsprechend der vorgegebenen politischen Zwecke ausgeschüttet, verteilt sozusagen werden. Verwaltungsmodernisierung, auch da habe ich gehört, gibt es im Saal einen Kunden aus der Bundesverwaltung, mindestens einen, der schon dessen Organisation da Kunde ist, wo wir anderen Bundesbehörden helfen, eben bei diesem Thema Verwaltungsmodernisierung oder auch Ressourcengewinnung und Steuerung. Darüber hinaus gibt es auch in der IT natürlich eine Reihe von Aufgaben. Ein Teil unseres Hauses ist die sogenannte Bundesstelle für Informationstechnik. Das ist einer der wenigen zentralen Dienstleister in der Bundesverwaltung für IT-Dienstleistungen. Wir erbringen also nicht nur für das Bundesministerium des Innern da eine Reihe von Aufgaben, sondern für alle Bundesressorts erbringen wir eine ganze Reihe von Aufgaben, eben über die hier aufgeführten hinaus auch. Als letztes möchte ich noch kurz auf die deutschen Auslandsschulen hinweisen. Der ein oder andere, der Kontakt ins Ausland hat, hat sicher schon mal davon gehört, dass wir eben in rund 150 Städten im Ausland deutsche Schulen betreiben, die auch, wie ich zumindest gehört habe, einen ganz guten Ruf genießen. Auch die werden vom Bundesverwaltungsamt betreut, verwaltet, organisiert und sozusagen zusammengehalten im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Ich möchte jetzt im Folgenden auf das Thema öffentliche Sicherheit weiter eingehen und Ihnen dort eben zeigen, was für Arten von Smart Data und Smart Decisions wir da zusammen mit Empolis und anderen natürlich bearbeiten. Was sind das für Aufgaben im Bereich öffentliche Sicherheit? Wir zoomen also jetzt immer weiter rein in die verschiedenen Themen und hier noch ein kleiner Überblick. Keine Sorge, auch da werden wir nicht alle jetzt genauer durchgehen, sondern auch da möchte ich gleich dann kurze Highlights noch draus präsentieren. Wir haben aber, um da mal so ein paar Zahlen auch zu zeigen, in unseren über 30 verschiedenen Registern auch für unsere Verhältnisse recht große Datenmengen und recht große Register. Das Ausländerzentralregister, in dem eben alle Nicht-EU-Bürger, die in Deutschland sich aufhalten oder mal aufgehalten haben, erfasst sind. Das Visa-Register, in dem eben entsprechend alle Visa-Genehmigungen und Anträge, die irgendwann gestellt wurden zur Einreise nach Deutschland, drin erfasst werden, natürlich auch bearbeitet werden. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Und dazu gehören auch die weiteren Systeme wie das Schengener Informationssystem, das nationale Waffenregister, das ich gleich als Beispiel vorstellen möchte, und eben auch noch einige weitere Register. Jetzt möchte ich kurz was zum Stichwort Smart Data sagen, das ja auch vom Bereich Big Data abgeleitet wurde. Die Zahlen, die Sie hier sehen, die sind vielleicht für den oder ganz sicher auch für den einen oder anderen von Ihnen keine große Sache.
Wir haben ja heute schon gehört, wie das mit den Terra, Peter und sonst was Flops so weitergeht. Das sind natürlich Größenordnungen, die über das hinausgehen, was wir hier diskutieren. Aber es gibt einen Unterschied und da mache ich auch ein bisschen dieses Smart Data dran fest. Bei uns ist es so, dass wir die Informationen nicht sammeln und dann mal gucken, was wir damit machen, sondern wir müssen erst sehr genau diskutieren und gucken, was wir sammeln und was wir damit machen wollen und dann dürfen wir erst sammeln. Das heißt, das, was wir dann an Daten erfassen, ist eben vorher sehr exakt definiert natürlich im Gesetzgebungsverfahren oder in den durchführenden Vorschriften dahinter, sodass auch wirklich nur das Notwendigste gesammelt wird und dass es natürlich auch die strengen Löschfristen gibt, sodass wir also nicht so einen Akkumulationseffekt haben, dass wir dann über die Jahre da beliebige Datenmengen sozusagen anhäufen können oder müssten, sodass wir also schon auf sehr hohe Datenmengen kommen, meiner Meinung nach und was unsere Herausforderungen betrifft, aber natürlich nicht auf so Größenordnung wie in manch anderen Projekten. Zweiter wesentlicher Unterschied, der dann auch Richtung Smart Decisions nämlich geht, ist der, dass wir diese Register nicht nur nutzen, eben um Dinge mal schön abzuspeichern ordentlich, wie man das so Wissensmanagement und so haben wir gesehen, ist das wichtig, sondern wir wollen die Sachen natürlich auch wiederfinden, so wie das an anderen Stellen auch die Anforderung ist und wir wollen diese Sachen auch sehr, sehr schnell wiederfinden. Und die Anforderung hier, das haben wir auch in dem Projekt mit Empolis zusammen gemerkt, die Anforderung hier in quasi Echtzeit, das ist ja immer die Frage, was ist das? Bei uns heißt das, innerhalb von 2 Sekunden wollen wir die allermeisten Daten hier auch aus den Registern rausgezogen haben. Innerhalb von 2 Sekunden eben auch diese Datenbestände effektiv zu durchsuchen, zu Entscheidungen zu kommen, wenn das möglich ist, eben automatisiert. Dazu kommen dann gleich noch ein paar Beispiele, wo uns das gelingt. Und da kann ich jetzt eben sagen, mit Empolis-Hilfe gelingt. Und eben in den Fällen, wo das nicht ganz eindeutig automatisch funktioniert, natürlich auch noch mit einer persönlichen, menschlichen Nachbearbeitung dann erreicht werden muss. Um diese 2 Sekunden Anforderung mal ein bisschen plastisch zu machen, als ich vor einem guten Jahr diese Aufgabe übernommen habe, für diese Fachaufgaben die IT-Unterstützung zu organisieren, für die Fachaufgaben des Bundesverwaltungsamtes, habe ich mir auch die gute Weisheit meines Erachtens zu eigen gemacht, auch mal zu den Endkunden zu gehen, die unsere Produkte nutzen. Da kommen gleich noch ein paar Beispiele zu, wer das ist. Kann ich aber auch jetzt schon mal direkt einsteigen. Also wir bieten dieses Registerportal an für den Bereich öffentliche Sicherheit, wo wir alle Aufgaben, die ich gerade mal so ansatzweise skizziert habe, bündeln in diesem Registerportal. Also das gerade erwähnte Ausländerzentralregister und alle anderen Register sind dort kombiniert. Es wird genutzt eben von einer recht hohen Anzahl von Nutzern, bis zu 100.000 Mitarbeiter in den verschiedensten Organisationen nutzen also diese Register. Ein großer Anwendungsfall ist die Kontrolle an Flughäfen in Deutschland. Wenn also Flugzeug landet, ich habe es mir jetzt in Köln-Bonn angeguckt, alle steigen aus und dann geht man, sofern man aus dem Ausland kommt, auf so eine schöne Box zu, wo meistens relativ ernst bis grimmig sitzende Beamtinnen und Beamte drin sind, die eben dann die Ausweise kontrollieren und kontrollieren, ob eben die Einreise sozusagen gestattet wird oder nicht. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter greifen eben dann live auf ihren Bildschirmen in diesen Kontrollboxen auf unsere Systeme unter anderem und auf andere zu, um eben zu überprüfen, ob das Visum korrekt ist, das in irgendeinem Pass aufgeführt ist, ob irgendwelche Erkenntnisse zu der Person vorliegen und so weiter. Dazu gleich eben auch ein paar Beispiele. Ich konnte mir das eben vor Ort mal ansehen. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich finde das haben wir auch in anderen Bereichen immer wieder gemacht, uns wirklich mal angucken, wie wird das eigentlich draußen benutzt, das, was wir tun, was wir an Produkten entwickeln und anbieten. Und ich kann Ihnen sagen, es hat mein Verständnis von dem, was da vor Ort passiert, doch ordentlich erweitert. Also das nächste Mal, wenn Sie vor so einer Box stehen und sich vielleicht fragen, wie das mir früher ging, warum dauert das eigentlich so lange bei mir? Warum gucken die eigentlich so grimmig? Das darf man nicht auf sich beziehen, wie in manch anderen Fällen auch, sondern Sie müssen dran denken, die haben vor sich eine ganze Reihe von komplexen IT-Anwendungen, die Sie da gerade bedienen müssen. Das klappt nicht immer so leicht und einfach, wie man das gerne hätte. Bei unserer Anwendung hat das natürlich super geklappt, als wir da geguckt haben. Aber wenn die also mal etwas genervt gucken oder grimmig gucken, kann das auch daran liegen, dass die gerade eben da mit irgendeiner IT-Anwendung kämpfen und natürlich unter einem hohen Zeitdruck stehen. Die Schlange, in der man da steht, die erlebt man nicht nur selber. Das nehmen die Kolleginnen und Kollegen da durchaus wahr, diese Schlangen, auch wenn sie das jeden Tag erleben. Und müssen eben dann auch, und da kommt die Echtzeitanforderung her,
müssen eben dann auch in schneller Zeit da aus diesen Systemen belastbare und vernünftige Informationen rausbekommen, um dann diese Entscheidung vor Ort eben sofort treffen zu können. Einreise, ja, nein oder intensive Prüfung, was dann ja auch schon keine ganz angenehme Sache ist. Das heißt, diese Echtzeitanforderung ist auch eine wirklich sehr kritische, wenn wir da im Sicherheitsbereich uns dann überlegen, was passiert, wenn so eine Anwendung nicht zur Verfügung steht. Will man sich also die Schlangen, die sich dann bilden, wenn das System gar nicht geht, das will man sich natürlich nicht vorstellen, wie das dann aussieht. Das so mal kurz zur Illustration, was die Anforderungen sind im Bereich sozusagen Smart Data für uns im Registerportal. Wir haben eben entsprechend auch die hohe Nutzungsintensität, eine ganze Menge Geschäftsvorfälle. Das sind in manchen Registern bis zu 30 Millionen im Jahr. Das heißt, in Spitzenzeiten sind das pro Minute auch mehrere tausend Fälle, die da eben in diesen Registern überprüft werden müssen, weil wir, wie gesagt, einen weltweiten Service haben, auch an allen deutschen Flughäfen gleichzeitig natürlich diese Prüfungen laufen. Und da kommt dann eben schon manchmal in Spitzenzeiten einiges zusammen. Das Ganze strömt sozusagen auf das Bundesverwaltungsamt ein aus verschiedensten Richtungen und Nutzergruppen. Das soll verdeutlichen, was für eine Komplexität natürlich auch hinter diesen Systemen steht, was die Kommunikation angeht. Jede dieser verschiedenen Zielgruppen hat verschiedene Berechtigungen, hat verschiedene Interessen, hat verschiedene Kommunikationsbeziehungen zu uns, was den Austausch angeht. Und entsprechend komplex muss eben auch das System sein, diese verschiedenen Fälle alle bedienen zu können. Trotzdem die Frage, und das ist jetzt die Hinleitung auch zu unserer Lösung für diesen Anwendungsbereich, ist die Frage, was hat denn ein Register 1 mit dem Register 2 und dem Register 3 eigentlich gemeinsam? Es wäre natürlich kein guter Ansatz, wenn wir Anwendungen für jedes Register einzeln entwickeln. Das ist in der Vergangenheit natürlich notgedrungen, technologisch notgedrungen oft gemacht worden, aber wir haben es ja auch in vielen anderen Branchen erlebt. Automotive ist natürlich ein viel zitierter Vorreiter da gewesen, dieser Plattformidee zu sagen, ich baue natürlich nicht für jedes Auto da das ganze Fahrgestell neu, sondern ich habe da Plattformen, das ist im Prinzip ja schon Allgemeinwissen. Auch das ist ja in der Informatik inzwischen akzeptiert unter dem Stichwort Software-Produktlinienentwicklung zu sagen, ich baue eben nicht für jeden Kunden, für jeden Bedarf das von A bis Z neu, was der braucht, sondern ich versuche natürlich da auch nicht nur ein bisschen wiederzuverwenden Dinge, sondern versuche auch gemeinsame Basis von Dingen zu finden. Und das haben wir uns hier natürlich auch für unsere Register gefragt, uns gefragt, wie kann man das eigentlich charakterisieren, was ein Register an sich ist. Und das ist natürlich auch nichts anderes als ein betriebliches Informationssystem. Das heißt, da kommen irgendwelche Daten rein, die werden eben abgelegt und die werden gesucht. Und man muss die eben entsprechend wiederfinden können. Dann gibt es noch Besonderheiten natürlich. Ich habe schon erwähnt, die besonderen Zugriffsrechte. Es ist eben hier so, dass wir in diesen Registern nicht einfach mal so Google-mäßig suchen können, außer ein Zentralregister oder Visa-System, ob jetzt irgendwie mein Bekannter XY auch mal einen Antrag gestellt hat und dann einfach mal den Namen da eingebe. Das geht natürlich nicht, sondern das sind eben streng reglementierte Zugriffsrechte, Zugriffsmöglichkeiten, auch bis hin dazu, was eben überhaupt erlaubte Suchen sind. Also zum Beispiel Volltextsuchen sind in den allermeisten Registern nur in Notfällen überhaupt gestattet, Stichwort richterliche Anordnung und so weiter. Ansonsten sind das immer sehr klar definierte Regeln, die es dort gibt. Natürlich Nachvollziehbarkeit auch ganz wichtig, wer hat wann was eingetragen, abgefragt und so weiter. All das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, eben das macht gar keinen Sinn, bei diesen vielen Gemeinsamkeiten von Registern dann immer spezielle Lösungen zu bauen, sondern haben eben auch hier gesagt, wir brauchen den Factory-Ansatz, wir brauchen hier ganz klare Basissysteme, die wir nutzen können für alle Register. Das machen wir jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich, haben eben uns überlegt, was brauchen wir eigentlich, um ein Register zu bauen, und da war eine der wesentlichen Motivationen auch die gerade angesprochene Zeitnot, die es oft gibt. Also entgegen dem häufigen Erlebnis, was ich natürlich auch habe bei Behörden, dass es immer gerne länger dauert, als man das so gerne hätte, ist es eben häufig auch so, dass wir sehr enge gesetzliche Fristen haben, gewisse Dinge umzusetzen. Da komme ich auch gleich in einem Beispiel zu. Und dass also eine große Herausforderung besteht, eben auch solche komplexen Projekte wie solche Register in der ja genannten Größenordnung auch mal innerhalb von einem Jahr oder zwei zu realisieren. Von den ersten Papierskizzen bis hin zum lauffähigen System am Flughafen. Und das funktioniert nur, und das haben wir eben auch in den letzten Jahren erfolgreich zeigen können, wenn man auf so eine
Plattform zurückgreifen kann, auf so eine Registerfactory zurückgreifen kann, die eben über die ganzen Dinge, die man da braucht, Architektur, Prozesse, Komponenten, Services, das zur Wiederverwendbarkeit auch zur Verfügung stellt. Woran haben wir uns da orientiert? Wir haben das so einfach machen wollen wie möglich, um es uns einfach zu machen, um es Partnern natürlich einfach zu machen und um einfach auch schnell zu sein und nichts Unnötiges zu tun. Wir haben sehr auf Standards und Open Source gesetzt. Wir können uns da keine proprietären oder zu proprietären Lösungen leisten, weil wir natürlich auch hier über sehr lange Zeiträume jetzt sprechen, die solche Register typische Laufzeiten haben. Die werden also nicht so schnell mal abgeschaltet oder komplett ersetzt. Und wir möchten eben da auch das Know-how natürlich möglichst breit bei uns aufstellen können, um da eben uns auch sehr effizient organisieren zu können. Und Pattern statt Frameworks meint, dass wir uns da eben an einfachen Beispielen orientieren und da keine komplexen oder möglichst eben keine komplexen Lösungen wählen und generieren, sondern uns auch da bei diesen technischen Patterns und Frameworks auf das Notwendigste und Einfachste konzentrieren. Das waren so mal ganz kurz schlaglichtartig die Leitgedanken, die uns eben bei dieser Grundlage, dieser Factory auch ähnlich wie eben in anderen Branchen motiviert haben. Ich sagte gerade schon, wir machen das jetzt schon seit einiger Zeit, haben da über 30 Systeme schon mit realisiert und sind da sehr zufrieden mit, wenn man das mal so unverblümt sagen darf. Wenn wir das einfach messen, eben in der Zeit, die wir brauchen, um Projekte durchzuführen, dass wir auch Projekte unter den geschätzten Kosten abschließen konnten, was die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern angeht, dann sind das alles so Indikatoren, dass man sagen kann, okay, das ist schon ein Ansatz, der sich lohnt, den wir deshalb auch nicht nur in diesem Bereich öffentliche Sicherheit verfolgen, sondern den wir auch bei den anderen vorhin skizzierten Aufgaben des Bundesverwaltungsamtes natürlich jetzt Schritt für Schritt anwenden und ausweiten. Ganz kurzer Blick für die Techniker unter Ihnen, was steckt denn da eigentlich hinter? Wir haben uns da natürlich auch in einer serviceorientierten Architektur orientiert, haben dann Zugangskanal geschaffen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Systeme nutzen, haben aber auch den Zugangskanal über sogenannte Service Gateways, wo es um eine automatisierte Verarbeitung geht, wo andere Systeme dann unsere Ergebnisse nutzen, haben dann entsprechend unsere Applikationen so organisiert, dass wir das gut unterstützen können, haben identifiziert, was die sogenannten Querschnittskomponenten sind. Das ist also typischerweise das, was Sie mehrfach verwenden können. Wenn Sie Benutzerverwaltung einmal gemacht haben, brauchen Sie die nicht nochmal machen. Wenn Sie einmal eine Suche realisiert haben für ein Register, dann brauchen Sie die eben auch nicht ein zweites Mal. Das ist unsere Querschnittskomponente Suchverfahren, die eine Kernkomponente ist. Das muss man jetzt unverblümt nicht nur wegen dem Anlass hier heute sagen, sondern im Register, ich habe schon gesagt, ist natürlich ganz zentral, das, was ich reintue, muss ich auch wiederfinden, sonst ist die Aktion nicht erfolgreich. Und unter den geschilderten Anforderungen, zu denen ich auch gleich noch ein bisschen mehr sage, was die Echtzeit angeht und was die Menge der Daten angeht, ist das Suchverfahren eben hier entscheidend. Leider ist es eben ja auch immer wieder so, dass solche Suchen nicht so funktionieren. Hier mal ein Beispiel, natürlich nicht aus Europa oder Deutschland gar, sondern aus den USA von dem Boston-Anschlag, wo eben auch die Diskussion war, wie konnte das eigentlich passieren. Und auch da die Vermutung war, vielleicht war irgendwo ein Rechtschreibfehler, sozusagen eine falsche Angabe in irgendwelchen Unterlagen und deshalb wurde ein gewisser Treffer nicht gefunden. Und vielleicht eben ein Hinweis nicht weiterverfolgt, der vielleicht hätte dazu führen können, dass so ein Ereignis dann nicht stattgefunden hätte. Das heißt, das ist ein natürlich trauriges Beispiel dafür, dass aber hinter diesen Suchen und den möglichst guten Treffern, die wir da erzielen müssen, nicht nur lange Schlangen am Flughafen drohen, sondern eben auch andere Ereignisse, die wir natürlich verhindern wollen. Was haben wir also für Anforderungen? Das Beispiel hier ist jetzt aus dem Ausländerzentralregister und man denkt ja auf den ersten Blick, na gut, wenn ich das jetzt den Namen hier mal suche, Mohammed Hassan, na gut, hat man schon mal gehört, ich zumindest weiß aber nicht viel mehr dazu, was da jetzt an Schwierigkeiten hintersteckt. Wenn man aber mit den Kollegen mal redet, die sich damit beschäftigen und das ist eben auch das Feld, wo uns Empolis unterstützt, dann steckt da natürlich doch eine ganze Menge an Komplexität dahinter, wenn Sie dann sagen, ich möchte diese Person finden, die hat vielleicht ihre Informationen auf irgendeinem Formular so eingetragen und Sie wollen jetzt gucken, ist das denn eigentlich in der Datenbank, wissen wir zu der Person irgendwas, dann ist eben die Frage Schreibweisen, wie gerade gesagt,
Gibt es irgendwelche Zusätze? Ich brauche es gar nicht alles vorlesen. Man kann sich das vorstellen, wie das mit ausländischen, nicht lateinischen Schriftsätzen aussieht bei der Transliteration und so weiter. Dass das alles andere als trivial ist, mal eben in 2 Sekunden da zu einer Entscheidung zu kommen, ob man diese Person im Register hat oder nicht. Es gibt natürlich noch weitere Anforderungen an Suchverfahren. Nicht nur Namen suchen wir, wir suchen zum Beispiel inzwischen auch durch Millionen von Passbildern. Das ist das Stichwort Biometrie, wo wir eben auch weitere Services natürlich einbinden müssen, um solche Anforderungen zu realisieren. Und wir haben eben auch die einfache Integration, die Wiederverwendbarkeit und so weiter, wie ich das vorhin schon kurz angedeutet habe. Wie haben wir das jetzt umgesetzt? Wie schon angedeutet, eben mit dem Produkt von Empolis. Wir konnten hier zentrale Indexe, die Suche unterstützen, die für die Suche also notwendig sind, aufbauen, die natürlich aktuell und schnell recherchierbar sind. Dazu wurden sogenannte Mehrcluster installiert, die also auch uns zusammen mit Empolis immer wieder vor technologische Herausforderungen stellen, das eben auch so hochverfügbar hinzukriegen, wie das unsere Anwendungen eben brauchen. Auch wir haben mit der agilen Entwicklung sehr positive Erfahrungen gemacht. Das ist ja heute auch schon mehrfach erwähnt worden. Ich denke auch, dass das eine Methode ist, die es erlaubt, zwischen IT und Fachbereichen sehr gut zu einer guten Kommunikation und Zusammenarbeit zu kommen, weil es beiden Seiten hilft, sich da anzunähern. Das wenden wir also auch in anderen Entwicklungsverfahren jetzt immer stärker an. Wir haben in dem Suchverfahren jetzt eben eine Reihe von Möglichkeiten. Ich hatte schon viel davon angedeutet. Ich komme gleich zu ein paar konkreten Beispielen, was uns jetzt dieses Suchverfahren bietet. Auf einen Punkt hier noch kurz möchte ich eingehen, leicht konfigurierbar und flexibel erweiterbar. Wir haben den großen Bedarf, dass nicht jede Suche gleich ist. Manchmal suche ich sehr genau eine bestimmte Person. Manchmal reicht es mir aber auch zu sagen, habe ich vielleicht in diesem Bereich irgendeinen Treffer, wenn ich also unscharfe Suchen habe. Das heißt, ich muss häufig justieren, ob ich eben jetzt eine scharfe Suche habe oder eine unscharfe Suche. Auch dazu gleich beim Waffenregister mal ein Beispiel. Und da bietet uns das Produkt eben auch die Möglichkeit, ohne Softwareentwicklungsaufwände solche Konfigurationen machen zu können. Hier nochmal ein paar Beispiele, was jetzt unsere Lösung eben bietet an Funktionen, wo also unsere Anforderungen umgesetzt werden können und konnten. Phonetische Suche, Synonyme können gefunden werden, auch da müssen natürlich Lexika hinterlegt werden. Und dann gibt es viele weitere scheinbar triviale Fälle, aber wenn Sie sich vorstellen, dass die sich auch alle noch kombinieren lassen, und dann haben Sie 2 Sekunden, wir machen gleich einen Test, ob Sie das hinkriegen, dann wird das nämlich schon schwieriger. Ich habe jetzt mal 2, 3 Beispiele mitgebracht, wie das also dann so aussieht. Und in der Praxis sind es natürlich noch ein paar Daten mehr, als wir hier so haben. Wenn also hier links ein Herr Alexander Frank irgendeinen Antrag stellt oder am Flughafen am Schalter steht und dann eben die Abfrage läuft in die Register, gibt es den, kennt man den, wissen wir da was, darf der rein, darf der nicht rein? Also die Abfrage in den Registern läuft, dann würde man in diesem Fall ganz schnell sagen, ja, das sieht eigentlich alles sehr grün aus, das ist ein 100% Treffer, das kriegt man auch in unter 2 Sekunden hin. Wenn der nächste Fall auftritt, beziehungsweise der wieder am Tresen steht und das System aber die Daten rechts hinterlegt bekommen hat, dann ist die Frage schon nicht mehr ganz so schnell zu beantworten. Erstmal sind hier Vor- und Nachnamen vertauscht, dann ist da noch ein kleiner Schreibfehler oder andere Schreibweise drin. Das Alter sieht auch nicht so ganz passend aus. Das kann man dann bewerten, wie groß ist sozusagen der Unterschied. Da gibt es dann natürlich ganz ausgereifte Bewertungsalgorithmen, da durchaus auch schon wieder Richtung Stichwort KI, auch wenn man das jetzt nicht überstrapazieren sollte. Und dann muss man eben die verschiedenen Bewertungen zusammenfassen und da eben möglichst automatisiert zu einer Entscheidung kommen, die in diesem Fall dann eben lauten würde, nee, das ist aber kein Treffer. Und letztes Beispiel, wieder das Szenario, steht einer am Tresen und man hat diesen Datensatz und dann würde man eben sagen, das ist ein ähnlicher Treffer, wo jetzt maschinell es nicht möglich ist, sich genau zu entscheiden, ja oder nein. Und hier müsste dann eben die Beamtin, der Beamte, der da am Schalter sitzt, dann Ihnen nochmal ganz genau ins Gesicht gucken, ob Sie es denn nun sind oder nicht.
der Ernstfall, der hier eben im Kern hintersteckt, ist, dass es eben irgendeine Meldung gibt für irgendein Ereignis. Einsatzkräfte fahren dahin und wüssten natürlich gerne, bevor sie da ankommen, ob an der Adresse XY eben irgendwelche Waffen gemeldet sind. Oder wenn eine Personalie festgestellt wird, ob diese Person eben berechtigt ist, Schusswaffen zu tragen. Das würde zumindest die Fälle, wo das eben offiziell registriert ist, würde das natürlich extrem verbessern. Die Ausgangslage dieses zeitlich sehr ambitionierten Projektes, dazu gleich noch mal ein bisschen mehr, war so, dass wir in Deutschland auch typisch föderal da ganz breit aufgestellt waren und das im Prinzip auch noch sind. Das heißt, es gibt 550 Waffenbehörden, die alle lokal irgendwie irgendwelche Waffen registrieren. Ich will da jetzt nicht allzu sehr in Beispiele gehen, aber wenn man sich die Beispiele anguckt, wie dann ein Sachbearbeiter, der von Waffen anscheinend teilweise noch weniger versteht als ich, der wirklich gar keine Ahnung davon hat, ist das schon irre, wie dann eine lange Flinte vom Großvater da erfasst wird, was also mit einer genauen Waffenklassifikation natürlich überhaupt gar nichts zu tun hat, wenn da lange Flinte drin steht und dann vielleicht noch rostig und hat vorne zwei Löcher oder so. Also es gab bei allem Spaß, gab es natürlich auch solche Beispiele in den Daten, die in diesen Waffenbehörden vorhanden waren und die es jetzt galt, im Rahmen dieses Projektes zusammenzubringen, zu vernetzen, da natürlich auch eine Datenqualität herzustellen und eben auch eine Recherchemöglichkeit zu schaffen, wie gerade geschildert. Das hier war eben eins der Projekte, wo es wirklich schnell gehen musste. Hier ist so kurz zu lesen, es gab das Gesetz zur Errichtung des Nationalen Waffenregisters im Juni 2012. Die Umsetzung sollte bis 31.12.2012, also so 6 Monate später, sollte das dann fertig sein. Wenn man sich das vorstellt, 550 Waffenbehörden, sie haben keine Ahnung am Anfang des Projektes, was die da eigentlich machen, was die da für Daten haben. Sie wissen auch natürlich noch nicht, wie sie diese Daten alle zusammenbringen. Sie wissen auch noch nicht, wie sie diese Daten, die sie dann irgendwann zusammengebracht haben, eben nutzen können für Abfragen. Ist das ein relativ kurzer Zeitraum, vom Papier bis zur Realisierung? Natürlich war es so, dass wir auch in dem Gesetzerstellungsverfahren schon eingebunden waren und wussten, okay, was ist da eigentlich politisch beabsichtigt, sodass wir natürlich auch gezwungen waren, bei dem geplanten Einsatztermin schon frühzeitig zu starten, mit einigen Monaten Vorlauf sozusagen vor der Verabschiedung des Gesetzes. Aber es ist eben immer so, bei jedem Gesetzgebungsverfahren kann bis zur Entscheidung im Bundestag natürlich noch viel passieren, passiert auch oft, sodass man also dagegen noch nicht feststehende Anforderungen arbeiten muss und sich entsprechend auch im Projekt so organisieren muss, dass man das dann trotzdem hinkriegt. Wir hatten auch vorhin das Automotive-Beispiel, was passiert denn, ich bin fertig und habe noch 5 Monate bis zur Serienreife bzw. zum Marktstart. Wie kriege ich dann noch Änderungen eigentlich umgesetzt? Also auch eine Situation, vor der wir hier standen, die man da berücksichtigen musste, mit der hohen Komplexität, dem Zeitdruck und den weiteren Anforderungen an Datenmenge, Verfügbarkeit, die wir da mal wieder hatten. Ich möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie das dann heute aussieht, nachdem das also erfolgreich, sonst hätte ich ein anderes Beispiel ausgesucht, wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, wie das also erfolgreich realisiert werden konnte. Es gibt jetzt eine sogenannte zentrale Komponente, zentrales Waffenregister, das eben bei uns im Bundesverwaltungsamt angesiedelt ist. Und auf das greifen eben diese weiterhin vorhandenen 550 Waffenbehörden in den Städten und Kommunen zu, speisen dort ihre Daten ein und dann kann eben aus dem zentralen Register zentral eben eine Abfrage auch in Echtzeit eben erfolgen, wenn das notwendig ist. Das sind erfreulicherweise auch nicht so viele Zugriffe, die wir da für diese sofortige Notfallsituation sozusagen haben, sondern der Routinebetrieb ist natürlich eben, es werden neue Waffen angemeldet, es werden Waffen irgendwie weitergegeben oder außer Betrieb genommen oder so etwas. Da kommen schon eine ganze Menge Anwendungsfälle zusammen. Was haben wir hier jetzt für die Suche im Nationalen Waffenregister realisiert? Es gibt hier verschiedene sogenannte Suchprofile, die sind eben auch in diesem Anwendungsfall gesetzlich definiert worden, was man eigentlich suchen können darf. Man darf eben auch hier nicht beliebig suchen, man darf gezielt Personen suchen, man darf natürlich gezielt Waffen suchen, man darf unter ganz bestimmten Umständen auch kombinierte Waffenpersonensuche machen, aber da treten schon die juristisch normierten Vorbehalte ein, man darf dieses alte Stichwort Rasterfahndung, man darf also nicht beliebig mal fragen, welche Männer über 55 haben eine mindestens 70 cm lange Schusswaffe oder so etwas, also solche Abfragen können Sie nicht machen. Also auch wenn die Produkte das vielleicht hergeben würden, können wir das eben nicht in diesem System suchen, solche Beispiele. Das muss natürlich auch abgebildet werden in diesen Suchprofilen.
wir brauchen auch hier und haben auch hier eben angewendet, natürlich ein Modell eben, um diese Suchtreffer zu bewerten, wie wir das vorhin an einem Beispiel bei den Namen gesehen haben, und haben eben hier auch die Möglichkeit, die Regeln für diese Suchen anzupassen, was eben ganz wichtig ist, um hier auch im Laufe der Jahre aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen, um diese Suchergebnisse auch weiter zu verbessern. Das Nationale Waffenregister ist eben dann am 1. Januar 2013 pünktlich in Betrieb gegangen in Deutschland. Wir haben alle Daten aller Waffenbehörden dort integrieren können. Die Recherche funktioniert, auch die 2 Sekunden Echtzeitanforderung ist hier eben gewährleistet. Und wir sind bis heute da sehr zufrieden, was den Betrieb angeht, müssen aber eben hier auch immer weiter lernen. Das meinte ich gerade mit den Einstellungsmöglichkeiten. Hier muss natürlich auch aus den erfolgreichen Suchen gelernt werden, aus den nicht erfolgreichen Suchen, wie wir unsere Trefferqualität weiter verbessern können, um die 99% aller Anfragen vielleicht noch zu steigern, was die automatische Suche angeht, aber vor allem, was auch die 1% angeht, die wir dann noch manuell nachbearbeiten müssen. Das ist natürlich jeweils ein hoher Personalaufwand beim Waffenregister, aber auch bei den anderen Verfahren, wo eben dann noch Beschäftigte sich mit diesen einzelnen Anfragen beschäftigen müssen. Also das Projekt Nationales Waffenregister war für uns ein wirklich sportliches Projekt. Das haben auch unsere Dienstleister zu spüren bekommen, haben sie aber auch geschafft und haben wir zusammen geschafft. Das hat uns sehr gefreut. Und es war auch nicht das einzige Projekt, was in den letzten 2-3 Jahren live gegangen ist mit ähnlichem Zeitdruck, sodass wir da also jetzt schon einiges gewohnt sind und aber auch eine stabile Basis haben, auf der wir eben solche Projekte realisieren können. Und werden eben, wie gesagt, auch diesen Ansatz einer Factory, einer Register-Factory, auch mit den Komponenten, wie wir sie hier von Empolis und anderen einsetzen, werden wir jetzt eben auch für andere Projekte nutzen. Und ich bin ja sehr zuversichtlich, dass wir damit eben auch die IT-Unterstützung für die Bundesverwaltung bei uns und eben auch für unsere externen Kunden da weiterhin hohem Niveau zur Verfügung stellen können. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf Fragen natürlich. Vielen Dank.